Alrighty. Hallo an euch, ihr Lieben da draußen. Es ist immer noch Sommerpause und heute möchte ich euren Tag mit einem Zitat von Meryl Streep erfrischen. Ich finde, dass das so gut in unsere Zeit passt und ja, es hat mir einfach aus der Seele gesprochen und ich bin sicher, dass es dir auch aus der Seele sprechen wird. Here we go. Ich habe für bestimmte Dinge nicht mehr die Geduld. Nicht, weil ich arrogant geworden bin, sondern einfach, weil ich einen Punkt in meinem Leben erreicht habe, wo ich keine Zeit mehr vergeuden möchte mit Dingen, die mir missfallen oder wehtun. Ich habe keine Geduld mehr für Zynismus, übertriebene Kritik und Forderungen jeglicher Art. Ich unternehme keine Anstrengungen mehr, denjenigen zu gefallen, die mich nicht mögen, die zu lieben, die mich ablehnen, oder jenen zuzulächeln, die mir niemals ein Lachen schenken. Ich verschwende keine einzige Minute mit Menschen, die lügen oder mich manipulieren wollen. Auch akzeptiere ich keine Heuchelei, Unehrlichkeit und billiges Lob. Selektive Gelehrsamkeit und akademische Arroganz toleriere ich nicht mehr. Ich hasse Konflikte und Vergleiche. Unsere Welt besteht aus Gegensätzen und darum meide ich starre und unflexible Menschen. Bei Freundschaften ist mir Loyalität wichtig, mit Verrat kann ich nicht umgehen. Ich komme nicht mit Menschen klar, die keine Komplimente machen können und keine ermutigenden Worte finden. Übertreibungen langweilen mich. Ferner habe ich Schwierigkeiten mit Menschen, die keine Tiere mögen. Und darüber hinaus habe ich keine Geduld mehr mit jemandem, der meine Geduld nicht verdient hat. Weise Worte einer weisen Dame. Meryl Streep. Ich hoffe, ich konnte dir ein kleines bisschen Puderzucker auf deinen Alltag streuen. Vielleicht gehörst du ja auch schon zu denjenigen, die auf dem Weg in den Urlaub sind oder zu denjenigen, die dieses Jahr den Urlaub zu Hause verbringen. Oder zu denjenigen, die immer noch arbeiten müssen und deren Urlaub und freie Zeit noch vor ihnen liegt. In jedem Fall wünsche ich dir einen tollen Donnerstag, ein schönes Wochenende und viele liebe und warmherzige Menschen um dich rum. Bis übernächste Woche. Deine Susi.